Und da war jemand gewesen und der hat Blätter über den Islam verteilt. Allgemeine Informationen. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Das war kurz davor gewesen, weil der Islam so eine einfache, logische Religion ist, mit einfachem Konzept. Du bist erschaffen worden, du hast den einen allmächtigen Gott, Allah, der Sinn deines Lebens ist, ihm zu dienen. Dein Ziel ist das Paradies. Punkt. Nicht Philosophie und hin und her. Ja, etwas, weil warum? Der wahre Weg zu Gott muss auch für jeden Menschen verständlich sein, wie es funktioniert. Das heißt, es kann kein Konzept dort sein, was keiner verstehen kann. Es gibt, natürlich können wir sagen, wir verstehen das Wesen Gottes nicht. Aber du musst schon wissen, die Religion an sich, der Weg zum Heil, der muss für dich logisch und einfach verständlich sein. Der ist im Islam ganz einfach. Diene Gott alleine, diene nur ihm, bete nur Gott an. Es gibt nur einen Gott. Das ist der ewige Lenker, Schöpfer, Herrscher des gesamten Universums. Er hat niemanden, der ihm gleicht. Du darfst ihn nur mit vollkommenen Eigenschaften bezeichnen, beschreiben. Und du darfst ihn nur alleine anbeten. Das heißt, du betest nicht das Mikrofon an, du betest kein Grab an, du betest nicht Mohammed an, du betest nicht Jesus an, du betest keinen Heiligen an, kein Grab an, keine Steine an, keine Götzen an. Du betest nur den an, der der Einzige ist, der dir helfen kann. Punkt. Ganz einfaches Konzept. Und wenn du das nicht machst, das ist die Sünde, die Allah nie verzeihen wird, wie auch übrigens in der Bibel, das erste Gebot, ich bin der Herr, Exodus 20, Vers 2, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus, du sollst keine Götter neben mir nehmen. Was heißt Gott? Gott heißt auch etwas, sprachlich gesehen, was angebetet wird. Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendetwas oben im Himmel und unten auf der Erde, unter dem Wasser, du sollst ihn nicht dienen und du sollst ihn nicht anbeten. Punkt. Du sollst mir voll ergeben sein. Ergeben sein heißt übrigens im Islam, heißt, ergeben sein heißt übrigens im arabischen Islam.